Ja, und ich denke einfach mal, dass das hier die Theke war, wo die Leute sich hier zu trinken nehmen konnten. Leute, herzlich willkommen wieder zu meinem nächsten Video. Schön, dass ihr da eingeschaltet habt. Wie ihr seht, ich befinde mich hier in einem Hotel, Restaurant, Café, Berghof. Und ich würde mal sagen, wir schauen uns mal gemeinsam mal an. Wie gesagt, das Ding ist schon total lange verlassen. Ich würde sagen, komm, wir schauen einfach mal, wie es da drin aussieht. So, dann gehen wir doch mal jetzt mal hier rum. Hier ist auch ein Eingang. Die Tür ist natürlich auch weit offen. Ja, wie ihr seht, ist das auch natürlich ein ganz, ganz altes Gebäude. Ja. Hier steht die Tür natürlich auf und hier haben wir natürlich auch, wo drauf steht Hotel, Restaurant. Das war noch Hotel, Restaurant. Hier oben steht natürlich auch drauf Hotel, Restaurant, Café, Berghof. Ja, und ich würde sagen, da gehen wir doch jetzt mal gemeinsam rein. Ja, Zimmer frei. Zimmer ist noch frei, das ist schon mal gut. So. So, da gehen wir da jetzt mal rein. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir natürlich jetzt hier in diesem Gebäude drin, also. Es sieht so heftig aus hier. Mein lieber Mann. Ich weiß gar nicht, wo man lang gehen soll. Also hier ist eine alte Theke. Den sieht man hier schon. Das ist eine ganz alte Theke mit alten Flaschen hier. Alten Gläser, einen alten Schrank. Ja, hier hat man natürlich noch ganz alte Flaschen stehen. Ja, und ich denke einfach mal, dass das hier die Theke war, wo die Leute sich hier zu trinken nehmen konnten. Ja, und hier hat man natürlich auch nochmal zwei, drei Sitzplätze gehabt. Das war so eine kleine alte Stube, so eine Getränkestube. Ja, was soll ich dazu sagen? Also hier ist natürlich alles sehr, sehr runtergekommen. Ja, hier hat man natürlich auch noch so eine alte Schiebetüre hier. Ja, wie man da früher so eine Gaststätten kannte, ne? Ja, und hier ist natürlich der Hauptraum. Von hier vorne kann man rein. Hier haben wir natürlich auch noch alte Bücher rumliegen. Dann haben wir hier noch hier so eine alte Kneipenecke, haben wir hier noch rumstehen. Der eine oder andere kennt das doch von früher, so eine Kneipenecke. Hier haben wir noch so ein altes Foto mit so alten Herrschaften drauf. Das ist natürlich auch hier das ganze Bild, was man hier sieht. Also hier den halben Rundbogen sieht man natürlich hier. Auch hier mit dieser Holzwand an der Seite. Da sieht man natürlich auch hier auf dem Bild, ja, wenn man so schaut. Ne, da ist natürlich auch das, was auch hier ist. Und das finde ich natürlich auch gut, dass das natürlich auch hier steht, das Bild. Ja, und dann würde ich sagen, dann gehen wir doch mal weiter und schauen wir doch mal weiter, wie es hier aussieht. Ja, ich bin schon mal sehr, sehr gespannt. So, dann haben wir hier noch eine Ecke, wo alles drin steht. Hier haben wir natürlich auch noch ganz alte Lampen, Kerzenhalter, die man oben dann sieht. Dann haben wir hier die ganzen Ständer, um die Lampen aufzuhängen. Wenn man hier natürlich auch weitergeht, geht es natürlich noch weiter. Die Treppe rauf. Die Treppe sieht auch nicht mehr so ganz gut aus. So, dann haben wir hier noch einige Sachen rumliegen. Wie gesagt, wie Bücher und alles, ne, hat man hier rumliegen. Dann haben wir hier noch jede Menge Klamotten, die hier rumliegen. Ich denke mal, das da vorne, das war so eine Art Fach für Kuchen, wo Kuchen drin stand und alles. Ja,
wie gesagt, es sieht schon sehr, sehr runtergekommen aus. Aber dennoch trotzdem viel, viel zu sehen. Dann haben wir hier noch Gläser hier. Oder Farben, oder was ist das hier? Keine Ahnung. Was steht da drauf? Lalofe Plus. 2011 abgelaufen. Was ist das? Der einzigartige Nährstoffkomplex für Knorpel und Gelenke. Okay. So, dann gehen wir mal hier in diesen Raum rein. Hier haben wir natürlich noch ganz, ganz, ganz alte Stühle rumstehen. Alte Tische haben wir hier auch noch rumstehen. Dann haben wir hier noch eine alte Sitzgarnitur. Und man sieht, es ist schon alles, hat schon sehr, sehr gebrannt hier. Und deswegen ist auch oben von dem Haus das ganze Dach ja komplett abgebrannt. Man sieht auch hier, wie alles noch hier am Boden liegt. Man riecht natürlich auch förmlich noch diesen ganzen Geruch von verbrannt. Ja, hier haben wir natürlich eine alte Nähmaschine von, welche Marke ist das? Da schauen wir doch mal. Grinsner. Oh, eine schöne alte Nähmaschine. Leute, auch hier sieht man natürlich auch, dass hier natürlich vieles ausgebrannt ist. Ja, wie gesagt, das geht halt noch weiter. Ja, hier hat man noch die alten Tischstühle, die alten Tische hat man noch hier. Ja, es sieht halt aus wie in so einer alten Kneipe hier, ne? Ja, und es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend, dass hier noch so viel Sachen noch rumsteht. Ja, da würde ich sagen, dann gehen wir doch jetzt einfach mal weiter. So, dann wollen wir mal. Gehen wir hier mal weiter. Okay. Das sind natürlich wieder andere Räume. Ach, hier sind Betten. Hier sind Betten. Ja, wo zwei Personen sich hinsetzen, hinlegen können, schlafen können. Ja, ich würde sagen, das ist, glaube ich, der erste Raum, der hier zum Schlafen gedient wurde. So, jetzt gehen wir mal hier in diesen Raum. Hier ist auch noch eine Tür raus. Aha. Hier haben wir auch noch einen Schlafraum. Das ist der zweite Schlafraum gewesen. Mit noch alten Klamotten, die noch im Schrank sind. Das sind alles Frauenklamotten hier. Ja. So, und hier haben wir natürlich auch noch ein Fenster, die noch weit offen steht, für nach draußen rauszugucken. So, dann gehen wir noch mal weiter. Dann gehen wir noch mal hier. Ach, das sind Badezimmer. Also ein Badezimmer. Okay. Alles gut. Hier geht es natürlich auch weiter. Richtung nächsten Raum. Das ist auch wieder so ein Raum, so ein Schlafraum. Der ist so schon ein bisschen was größer. Hier haben wir eine alte Decke hier unten. So, und hier haben wir natürlich auch wieder alte Matratzen liegen, alten Schrank haben wir hier stehen. Ist denn hier noch was drin? Na, gucken wir mal. Nein, hier sind noch, doch noch ein paar Klamotten sind hier drin. Ja, ein paar Klamotten sind hier drin. So, und jetzt sind wir hier in den nächsten Raum. Das ist wahrscheinlich auch hier die komplette Küche gewesen. Also hier ist der Keller. Hier geht es runter zum Keller. So, und das ist die komplette Küche hier. Das war die komplette Küche gewesen hier. Und hier steht natürlich noch alles, alles rum. Hier steht noch alles rum. Haben wir noch einen alten Kühlschrank stehen. Dann geht es noch mal nach draußen. Dann haben wir hier natürlich noch mal einen alten Tisch stehen mit einer alten Grubsmaschine. Das ist, denke ich mal, ein Mixer. So, dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen was stehen von Flaschen. So, hier haben wir auch noch ein bisschen was drin. Also hier, so sieht das Ganze live aus. So wie ich hier lang gehe, haben wir noch einen alten Schrank stehen. Auch noch ein paar Sachen. So.
Ich hoffe, ihr könnt alles schön sehen. So, so sieht es natürlich hier aus. Die Decke, die ist natürlich auch schrecklich, die kommt natürlich auch runter hier. Von dem ersten Lack kommt die Decke komplett runter. Ja, wie gesagt, das sieht aus so wie hier, so wie Silent Hill oder so. Der ein oder andere kennt wahrscheinlich das Spiel Silent Hill, so sieht es hier aus. Dann haben wir oben noch die Tassen stehen. Ja, und hier haben wir noch ein altes Bild von der älteren Dame hier. So. Und wie gesagt, ein alter Boiler steht hier. Ein alter Kühlschrank steht auch noch hier. Kann ich den mal aufmachen? Ich glaube, da ist nichts mehr drin. Ne, da ist nichts mehr drin. Ein Glück. Eine alte Eiskarte liegt auch noch hier. Da unten. So. Da würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter hier rum. Was ist das für ein Raum hier? Ja, hier sind auch noch alles alte Räume. Heftig. Mit alten Flaschen und alles. Mein lieber Mann, Geschirr liegt noch da. Ein alter Schuh, alter Kühlschrank. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier wieder einen alten Raum. Dann haben wir hier wieder einen ganz alten Raum. Ja, viel steht hier nicht mehr. Hier kommt auch sehr viel runter. Eine ganz alte, verrostete Lampe. So, dann haben wir hier noch ein altes Kochbuch. Haben wir hier noch wirklich altes Kochbuch. Was haben wir hier noch liegen? Ein Tuch, eine alte Mappe. Also wie gesagt, hier ist nicht mehr viel. So, dann haben wir hier noch, ach, ganz alte. Ja, ist auch schon ekelhaft anzufassen. Ich habe auch keine Handschuhe bei. Dann geht es natürlich auch hier weiter. Okay. Dann haben wir hier nochmal Toiletten. Hier sind auch nochmal Toiletten. Okay. So, dann geht es natürlich auch hier die Treppe rauf. Ich weiß auch nicht, ob ich hier die Treppe raufgehen soll. Oder doch oder nicht. Ich gehe sie einfach mal rauf. So. Jetzt sind wir natürlich hier oben angelangt. An der ersten Etage. Mein lieber Mann. Kommt schon alles hoch. Ui, das ist aber gefährlich hier. Oh, der ganze Boden kommt schon hoch. Das ist natürlich echt gefährlich hier, weil ich hier tue. Aber gut, die Neugier von mir. So, immer die Neugier des Menschen. Was haben wir hier? Oh, ey. Ach du Scheiße. Alles runtergekommen hier. Das sieht man natürlich auch hier. Ein Raum sieht aus wie der andere. So, dann haben wir hier auch noch einen Raum. Hier tropft es immer durch. Hier oben an der Decke gibt es schon Risse. Jede Menge. Das sind so Plastik-Schachfiguren. Wahnsinn. Wie gesagt, Leute, hier ist echt schon alles runtergekommen. Also egal welchen Weg ich jetzt hier rein einschlage, ob das jetzt hier links ist oder ob das jetzt hier rechts ist. Ich meine, es sieht überall gleich aus. Jede Menge Klamotten liegen noch hier rum. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich bin auch sehr, sehr bange, hier irgendwie weiterzugehen in verschiedenen Räumen, weil ich ja sehe, dass hier alles komplett hier aufgeweicht ist, aufgequillt ist. Und ich glaube auch nicht, dass ich irgendwie hier weitergehe. Geht es natürlich eine Treppe weiter rauf. Das ist mir eigentlich auch sehr, sehr zu gefährlich. Da geht es natürlich rauf, aber da werde ich auf jeden Fall nichts betreten. Hier gucke ich schon mal drin. Hier ist auch noch eine einzelne Toilette hier. Ein altes Bett. Da oben kommt die Decke schon runter, hier komplett. Also ich bin echt vorsichtig. Ja, und hier kommt auch schon alles runter hier. Also das ist, glaube ich, auch schon die Grenze, wo ich hier lang laufen werde. Also seid mir da nicht böse, aber das ist mir echt zu gefährlich. Und ich würde sagen, ich gehe mal runter und ich gehe jetzt mal raus am Hof und dann schaue ich schon mal, was da so alles noch so gibt. Jede Menge Sachen stehen hier rum. Da sind auch noch Sachen drin. Hier ein alter Schrank.
ist auch noch ein alter Raum da hinten, aber bin ich echt bange weiterzugehen oder komm, ich gehe heute kein Stückchen, aber nur ein kleines Stück. Nur ein kleines Stück. So, das ist natürlich auch hier alles. Hier war ein altes Bett. Okay, ein alter Schrank steht noch hier. Dann sieht man natürlich auch hier noch. Das sieht eigentlich schon ganz gut aus hier. Hier sieht echt noch gut aus. So, dann gehen wir hier mal wieder raus. So, wie ihr seht, haben wir hier noch jede Menge Klamotten. Der alte Schrank steht noch da. Ja Leute, hiermit beende ich nun dieses kleine tolle Video von dem verlassenen Hotel mit kleiner Einrichtung. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Sascha Verrückte Touren. Lasst ein Like da und ein Abo, da würde ich mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, über nette Kommentare natürlich auch. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao. Thank you.